Der Traum eines jeden Jurassic Park-Fans ist endlich wahr geworden. Denn seien wir doch mal ganz ehrlich, wie lange haben wir jetzt schon auf ein wirklich richtiges, lizenziertes Jurassic Park-Spiel gewartet? Auch noch eins, was wirklich in den Kanon mit reingehört. Ich selber habe immer gesagt, ja, ich hätte einfach gerne ein Jurassic Park-Spiel gehabt, was vielleicht so auch die Geschichte nochmal nacherzählt. Aber die Geschichte kennen wir ja schon, von daher, also die Geschichte aus den Filmen kennen wir ja schon, von daher macht es ja Sinn, dass wir jetzt im neuen Jurassic Park-Spiel, Jurassic Park Survival, eine neue Geschichte erzählt bekommen, die in den Kanon reingehört und zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 spielt. Und ja, ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Es gibt tatsächlich auf der offiziellen Website von Jurassic Park Survival gibt es einige Details, die wir jetzt hier besprechen möchten, die wir jetzt hier besprechen müssen. Und des Weiteren wurden ebenfalls auch von den Produzenten selber noch so ein paar Sachen gedroppt, was das Spiel selber betrifft. Wir sprechen jetzt hier über die Story vom Spiel, wann das Game jetzt wirklich chronologisch in der Haupthandlung ansetzt, was wir erwarten können von dem Spielkonzept an sich und noch viele weitere Sachen. Seid auf jeden Fall gespannt, es wird sehr interessant und ja, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mal mit Punkt 1 an. Ich sag ja immer, das Spiel Jurassic Park Survival beginnt oder spielt zwischen Jurassic Park 1 aus 93 und The Lost World Jurassic Park 2 aus dem Jahr 1997. Und das stimmt irgendwo schon, ja, ist aber allerdings ein riesiger Zeitraum dann dazwischen. Wir wissen jetzt tatsächlich, wann das Spiel wirklich offiziell beginnt. Nämlich, das Spiel beginnt direkt zu den Ereignissen des Engine-Vorfalls aus Jurassic Park 1. Ja, wir beginnen scheinbar in dem Spiel das Szenario zu spielen, als Dennis Nedry die gesamten Zäune und eben, naja, die gesamten Sicherheitssysteme abschaltet. Das bedeutet, wir beginnen das Spiel wirklich zu spielen, als unsere Helden Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant und Ian Malcolm noch auf der Insel sind. Ich könnte mir also vorstellen, dass wir eventuell im Prolog dann quasi noch sehen, wie der Helikopter mit der gesamten Gruppe von der Insel wegfliegt und wir allerdings alleine auf der Isla Nublar zurückbleiben. Oder noch ganz anders, wir, naja, bekommen eventuell gar nicht mehr großartig mit, wie die anderen die Insel verlassen und müssen dann eben nach und nach herausfinden, dass niemand mehr auf der Insel ist. Eins von beiden Szenarien wird also passieren. Ja, denn das Spiel beginnt zwar zum Zeitpunkt des Ausbruchs des T-Rex quasi, also des Engine-Vorfalls, jedoch spielen wir dann direkt danach eben weiter. Das heißt, wir begeben uns dann direkt in das Abenteuer auf der Isla Nublar und uns wird dann eben eine Geschichte erzählt, die direkt nach dem allerersten Jurassic Park-Film ansetzt. Finde ich schon mal sehr interessant, bin sehr gespannt, was wir da noch alles für Informationen erfahren und worum dann die Geschichte jetzt wirklich handelt. Ob wir eventuell wirklich nur eine Story spielen, in der es darum geht, die Insel zu verlassen, oder ob man sich hier wie in Jurassic World Aftermath vielleicht noch ein paar andere Sachen ausdenkt, die dann doch irgendwie auch in den Kanon ein bisschen mehr mit eingeflochten werden können. So, Info Nummer 2, und die muss ich hier gerade mal ablesen, weil ich mir Namen wirklich nicht merken kann. Wir spielen die Wissenschaftlerin Dr. Maya Yoshi oder Yoshi. Das ist quasi die Person, die wir auch im Trailer gesehen haben, in den verschiedenen Cutscenes. Und das ist wirklich eine Wissenschaftlerin. Ich bin ja darauf eingegangen, dass ich vorher gemeint habe zu hören, dass es sich hierbei um eine Verhaltensforscherin handelt. Quasi so in der Art wie auch Owen Grady oder quasi auch wie Dr. Harding in Jurassic Park The Game das Verhalten der Tiere erforscht hat. Das wäre auch eine Art von Wissenschaftlerin. Aber scheinbar ist das hier wohl eher eine, naja, eine Wissenschaftlerin, wie Dr. Henry Wu eine gewesen ist. Und das ist eben die Figur, in deren Rolle wir uns dann hier befinden. Die Frage allerdings ist auch, warum ist Maya denn wirklich auf der Isla Nublar zurückgeblieben? Warum konnte sie nicht evakuiert werden? Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Kommen wir jetzt mal zu einem noch weitaus interessanteren Fakt, als wann das Spiel wirklich spielt. Nämlich die Art und Weise, was uns hier an Next Gen wirklich geboten wird. Laut den Produzenten oder eben den Programmierern des Spiels werden die Dinosaurier in diesem Spiel, jetzt wird's sehr interessant, ich lese wieder ab, jede Dinosaurierart weist ein einzigartiges und individuelles Verhalten auf, welches sich der Region, in der ihr auf das Tier trefft, anpasst. Also, wir kommen gleich nochmal auf den Aspekt, ob das Ganze irgendwie open-worldig sein könnte. Allerdings, die Tiere scheinen wirklich ihre Areale verlassen zu können und sich dann auch dementsprechend anders zu verhalten. Was genau das jetzt bedeutet, kann ich jetzt hier nur sehr schwer sagen. Allerdings ist das Verhalten der Dinosaurier wirklich
anders. Wir haben zum Beispiel die Velociraptoren, die sehr wahrscheinlich um einiges intelligenter sein würden. Ich könnte auch wetten, dass ein T-Rex, wenn wir auf den treffen, sehr auf Bewegungen reagiert. Und scheinbar ist es nicht vorherbestimmt oder geskriptet, wann wir auf welchen Dinosaurier treffen. Das heißt, es hört sich schon sehr open-worldig an, darauf gehe ich aber gleich nochmal zum Schluss ein. Dinosaurier werden auch hier und da geskriptet auftauchen, vollkommen klar, können uns allerdings auch so über den Weg laufen, wenn wir jetzt vielleicht von Ziel A oder von Punkt A zu Punkt B bewegen. Das finde ich schon mal sehr interessant. Die Isla Sorna wurde vollständig umgesetzt. Ebenso werden sich auch Wildtiere im Park befinden, die freigekommen sind. Okay, erstmal um auf die Wildtiere einzugehen. Es macht Sinn, dass wir hier auch wahrscheinlich Ziegen und eben Kühe sehen, die ja eigentlich zum Füttern der Dinosaurier da sind, die jetzt aber auch irgendwie freigekommen sind. Ich habe das Gefühl, dass das nicht ohne Grund ein Teil des Spiels sein wird. Möglicherweise müssen wir uns auch hier selbst mit Nahrung versorgen. Möglicherweise gibt uns Nahrung auch einfach Energie und wir können bestimmte Dinge craften. Das ist aber jetzt nur meine Vermutung, woran das liegen könnte. Ich denke da so ein bisschen an Far Cry tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu dem Open-World-Aspekt. Die Isla Nublar ist komplett begehbar. So steht es zumindest im offiziellen Take auf der offiziellen Homepage der Seite. Und ich habe mir hierbei gedacht, okay, es wird später nochmal auf den Jurassic Park selber eingegangen. Und ich glaube, sie meinen, mit die Isla Nublar ist komplett realisiert worden, meinen sie wahrscheinlich den Jurassic Park an sich. Und ich glaube, so wie ich das hier rauslesen kann, wird das Ganze ein Open World in der Art eines Far Crys werden. Das heißt, wir werden keine gewaltige, riesige Insel sehen, zumindest zum Begehen bekommen, glaube ich zumindest. Ich denke, dass das Ganze eher auf den Jurassic Park begrenzt sein wird, was dann auch wieder ein bisschen meine Theorie unterstützt, dass wir hier Fleisch selber sammeln können, um uns eben zu ernähren. Und darauf gehen wir aber gleich auch nochmal ein bisschen mehr ein. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, genau. Entdecken Sie den gesamten Park, vom Wasserfall an der Ankunftsplattform über das Parktor bis hin zum Besucherzentrum. Jetzt wird hier eben nämlich der gesamte Park beschrieben. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber für mich würde es jetzt, wenn ich darüber nachdenke, keinen Sinn machen, wenn wir den Park auch verlassen könnten und einfach in den Dschungel reinrennen können, der Isla Nublar. Möglicherweise wird das Spiel uns noch tiefer in die Isla Nublar bringen, weil wir vielleicht noch hier auf andere Sachen eingehen, wie das Geothermalkraftwerk unter der Insel. Vielleicht kommen wir da auch nochmal hin während des Spiels. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Aspekt der freien Umgebung sich eher auf den Jurassic Park selbst bezieht und eben nicht auf die gesamte Insel. Denn was will ich im Wald rumrennen, wenn, naja, sich die Geschichte auch auf die Insel bezieht. Wie gesagt, möglicherweise kommen wir nochmal da und da an bestimmte Orte oder auch einfach an Küstengebiete. Dinosaurier sind immerhin frei auf der gesamten Insel. Möglicherweise gibt es dann da auch noch einzelne Storystränge. Aber ich kann mir bis jetzt eben noch nicht vorstellen, in meinen kühnsten Träumen, dass wir die gesamte Insel begehen können. Möglicherweise irre ich mich auch und das wäre dann wirklich ein Traum für alle von uns. Wenn das Spiel dann noch auf VR rauskommt, dann bin ich erstmal weg für die nächsten 3-4 Monate. Überleben Sie und interagieren Sie mit den Dinosauriern. Auch hier habe ich immer mehr das Gefühl, dass diese ganze Far Cry, also der Far Cry-Vergleich, der scheint irgendwie dann doch zu stimmen. Überleben Sie Dinosaurier, vollkommen klar. Velociraptoren, Dilophosaurier, Tyrannosaurier, sehr wahrscheinlich bekommen wir ja auch noch andere Dinosaurierarten zu sehen. Es waren ja offiziell insgesamt 15 verschiedene Arten im Jurassic Park. Ich glaube, dass wir hier einfach von denen überleben können. Wir werden jetzt keine Velociraptoren zähmen können, das glaube ich nicht. Dass wir da in irgendeine Arc-Richtung gehen und das will ich auch nicht sehen. In einem Jurassic Park-Spiel brauche ich keinen Dinosaurier, den ich zähmen kann. Und interagieren Sie mit Dinosauriern. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch mit Pflanzenfressern auf bestimmte Arten interagieren können. Wir können zum Beispiel auch, das wird gleich hier noch beschrieben, bestimmte Geruchsköder benutzen, um Tiere von A nach B zu locken. Möglicherweise können wir auch einfach einen Kampf zwischen Velociraptor und einem T-Rex herbeirufen durch bestimmte Interaktionen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Nutzen Sie Einfallsreichtum, um ans Ziel zu kommen. Verstecken, Ablenken und Schutz suchen sind essentiell. Ja, das hat eben gerade nochmal bestätigt, was ich eigentlich auch jetzt zuvor gesagt habe. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, scheinbar auch Sachen zu craften. Die ganze Sache mit Schutz ist essentiell. Vielleicht können wir uns auch hier wie so eine kleine eigene Zone selber einrichten, in der wir uns dann auch schützen können oder wo wir dann auch vielleicht bestimmte Dinge, die wir gecraftet haben, zurücklegen können. Dead Island 1, wer von euch das gespielt hat, das wäre auch noch eine Option, dass sich das Spiel anfühlt wie ein Dead Island 1, nur eben mit Dinosauriern, mit eben neuer Engine und wesentlich besser programmierten KIs.
das wird es wohl dann im Endeffekt auch wirklich sein. Nutzen Sie alle Ressourcen, die Sie finden, und nutzen Sie diese clever, um den Gefahren auf der Isla Nublar standzuhalten. Ja, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir eben mit bestimmten Ressourcen auch einige Sachen machen können. Wir werden Fallen bauen können, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wir werden, wie gesagt, auch mit bestimmten Ködern Dinosaurier ablenken können. Wir werden bestimmt Kämpfe zwischen Dinosauriern hervorrufen können und so eben auch mit den Tieren interagieren. Also die Welt von Jurassic Park, die Isla Nublar, scheint wirklich unfassbar detailgetreu nachgebaut worden zu sein. Wenn es wirklich die ganze Insel ist, aber auch wenn es nur der Park ist, scheinen wir in diesem Park uns frei bewegen zu können. Das Ganze ist also dann doch relativ Open-World-lastig, in der First-Person-Ansicht übrigens auch. Von einer Third-Person-Möglichkeit ist noch nichts beschrieben. Also in der First-Person-Möglichkeit können wir uns hier von A nach B bewegen. Es sind Dinosaurier auf unseren Wegen sichtbar, die nicht geskriptet sind. Das heißt, wenn ich jetzt vom Wasserfall an der Ankunftsplattform zum Besucherzentrum laufe, kann ich auf den T-Rex treffen oder eben aber auch nicht. Und genauso ist es dann eben auch bei euch. Was ich ziemlich cool finde, dieses Zufallsprinzip macht dann auch dieses Dschungelerlebnis wesentlich intensiver. Dann sind diese Tiere noch hervorgehoben worden, dass wir wohl auch Rinder und eben die Ziegen dann da rumlaufen haben. Das wird auch was zu bedeuten haben. Ich glaube, dass wir einfach damit irgendwie auch craften können, bestimmte Nahrung oder ähnliches. Vielleicht können wir auch Waffen wie Speere oder irgendwas entwickeln, das bräuchte ich allerdings jetzt nicht, um für den reinen Survival-Horror irgendwie zu sorgen. Das Ganze wird also relativ übersichtlich werden, wir werden uns eher frei bewegen können, das wird jetzt hier nicht wie bei Uncharted einfach eine Mission-Level, wir werden anscheinend schon eine Karte haben, auf der wir uns auch dann frei bewegen können und möglicherweise auch verschiedene Areale freischalten können, die wir dann, wenn das Spiel beendet ist, dann auch einfach nochmal frei begehen können, das könnte ich mir jetzt so vorstellen. Von daher ist der Vergleich Far Cry Open World, gerade so Far Cry 3 in der Größe könnte ich mir vorstellen, vielleicht noch ein bisschen größer oder eben auch Dead Island 1. Das könnte so das Spielprinzip sein, das dahinter steckt. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Findest du diese Information interessant? Ich finde sie nämlich sehr interessant und auch ziemlich cool. Und bist du meiner Meinung, dass das alles so darauf hindeutet, dass wir hier so ein Far Cry Dead Island ähnliches Spiel im Jurassic-Universum bekommen? Freust du dich drauf? Ich auf jeden Fall ja. Und ja, ich bin auf jeden Fall auf deine Gedanken sehr gespannt. Hau sie mir in die Kommentare rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.